はい、いやいやいやいや。Von jeder Situation im Alltag Bilder und Videos machen. Das soll die Ray-Ban Meta Wayfarer können. Aber was kann sie noch alles? Das klären wir in diesem Video. Die Brille selber, das ist sie, habe ich ja in einem Unboxing schon mal gezeigt. Das findest du an der Stelle. Aber wie gut ist eigentlich Video- und Bildqualität, was aus dieser Brille kommt? Meine ehrliche Meinung, das ist eine Qualität wie vor vielen, vielen Jahren bei einem Handy. Das ist weit weg von dem, was ich mit meinem iPhone mache. Liebe ich es trotzdem? Ja. Wie ist eigentlich die Sprachsteuerung der Brille? Ganz ehrlich, ich bin ein extremer Freund dieser Brille, weil ich mich freue auf die Dinge, die da noch kommen. Der Stand jetzt ist nicht so, dass ich anfange zu tanzen und zu jubeln. Ich persönlich habe zum Beispiel mit meinem anscheinend größeren Kopf das Problem, dass das Touchfeld nicht funktioniert. Ich habe sogar gedacht, die Brille wäre defekt und habe sie anderen Leuten gegeben, die dann aber alle über das Touchfeld bedienen konnten. Bei mir funktioniert anscheinend nicht ganz korrekt die Erkennung, dass die Brille getragen wird. Das ist schade. Aber die Sprachsteuerung an sich funktioniert mega. Man muss sich dran gewöhnen, sie spricht halt nur Englisch in der jetzigen Variante, aber mit Hey Meta kann ich die Brille ansprechen und sie reagiert sofort auf Dinge, die ich ihr sage. Es gibt ungefähr 10 oder ein Dutzend Befehle, die ich nutzen kann. Ich kann damit telefonieren, ich kann Musik starten, anhalten, in der Musik navigieren. Jetzt kriege ich das Feedback, dass sie das, was ich euch gerade erzähle, nicht umsetzen kann, ist auch nett. Aber ich kann nicht wirklich mega viel machen. Da ist die Erwartung, die man an die Preissegmentbrille hat, deutlich höher. Aber nicht vergessen, es funktioniert technisch. Ich kann mit ihr sprechen, sie setzt das sofort um. Das ist gut. Und das ist nur eine Frage von Updates und zukünftiger Softwareentwicklung, was sie dann alles noch kann. Und ja, ganz klar, eine von den Kameras funktioniert noch nicht. Das heißt, sie ist eingebaut, aber ist noch nicht freigeschaltet. Das sind alles Sachen, die kommen erst noch. Aber da freue ich mich extrem drauf. Die Verarbeitung der Brille ist einfach mega. Das merkt man. Das ist jemand, diese Brille ist gebaut worden von jemandem, der Brillen baut. Das ist spitze. Wie ist eigentlich der Sound dieser Brille? Es sind zwei Speaker verbaut und ich kann Musik hören. Ich höre Musik nicht besonders laut mit einer solchen Brille. Und als Hintergrundmusik habe ich einen mega Gefallen daran. Ich mag es, wenn im Hintergrund, ich bewege mich im Büro, Musik läuft. Das ist schon mega angenehm. Das klingt gut. Das ist noch nicht mein HiFi-Kopfhörer von zu Hause, aber es klingt wirklich gut. Auch die Sachen, die mir vorgelesen werden aus WhatsApp, das ist klar und gut verständlich. Das ist wirklich gut gemacht. Wie ist eigentlich der Style? Wie gefällt mir der Style und kann ich die Brille im Alltag tragen? Ganz klar, die Qualität von dem Zeug ist mega gut. Die Tasche von der Brille, das ist nur gute Qualität, wenn nicht sogar sehr gute Qualität. Ich habe mich für ein Modell entschieden, was auch gleich als Sonnenbrille fungieren kann. Das heißt, meine Absicht war sowieso, diese Brille regelmäßig und oft zu tragen. Und nach ganz vielen Tagen, wo ich es jetzt probiert habe, kann ich sagen, ja, das funktioniert. Und es sprechen mich auch Leute an und sagen, hey, du hast heute eine Brille auf. Ich wusste gar nicht, dass du eine Brille trägst. Aber es hat mich noch niemand angesprochen und hat gesagt, was hast du für ein Gadget auf dem Kopf oder was hast du für eine AR-Brille auf dem Kopf. Die Leute akzeptieren das als ganz normale Brille, ohne den Verdacht zu haben, dass das irgendein technisches Wunderwerk ist. Und das zeigt, dass es vom Style extrem gut gemacht ist. Also, ich erwähne es nochmal, das ist gut gemacht, da merkt man, dass das jemand macht, der Brillen herstellt. Und das ist cool. Ich freue mich auf die nächsten Varianten. Ich werde auch die Zwischenvarianten kaufen und probieren. Ich sehe einfach das Potenzial, was dahinter steht und was noch möglich ist. Aber was ist überhaupt möglich? Ich habe den Vorteil, dass ich an der Technik erkenne, wo es hingehen kann. Ich freue mich extrem über diese Brille. Ich habe wirklich lange gewartet. Ich habe fast mehr auf diese Art von Brillen gewartet als auf eine Apple Vision Pro. Weil ich glaube, dass sich diese Art von Brillen viel schneller in den Alltag integrieren lassen. Und jetzt ist eine Frage, wie sehr wird ja etwas investiert in die Softwareentwicklung? Ich möchte die auf Deutsch steuern können. Das ist eine Frage der Software, keine Frage von dem Mikrofon. Ich möchte
eine höhere Qualität an Bildern. Ich möchte, dass die Apps besser funktionieren. Ich fand es ein bisschen kompliziert. Man sieht in der App auf einem iPhone sofort, es wurden Bilder gemacht. Aber bis das alles dann hin und her transferiert ist, das funktioniert noch nicht so flüssig, wie ich es mir wünsche. Aber alles Dinge, die ich auf Software schieben würde. Auch die Art und Weise, wie ich Sachen steuere und was ich steuern kann. Da freue ich mich einfach auf mega viel Entwicklung, was ich da tun wird. Und dann für mich ganz klar der nächste Schritt ist, dass ich etwas in der Brille sehen kann. Also dass zumindest kleine Displays dazukommen, dass ich Informationen dazu holen kann. Und dann haben wir etwas, das trage ich Tag und Nacht. Ja, lassen wir die Nacht weg. Das Fazit zu der Brille ist zweigeteilt. Wenn du mich fragst, kann ich die Brille jeden Tag nutzen, muss ich sagen, das ist viel Geld für eine Sprachsteuerung von günstigen Kopfhörern. Dafür eine Brille den ganzen Tag zu tragen, wäre ich in einem Bereich Spielerei. Wenn du allerdings diese Technik liebst und gucken möchtest, wo es hingeht und was gerade möglich ist, würde ich sagen, unbedingt kaufen, unbedingt probieren und vor allen Dingen an alle Softwareentwickler unbedingt weiterentwickeln und sich da drauf fokussieren, da etwas machen. Da wird der Weg hingehen. Ich glaube nicht, und das ist ein Fazit, ich glaube nicht, dass wir übermorgen oder Ende des Jahres alle mit einer Apple Vision Pro da draußen auf der Straße rumlaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir nächstes Jahr mit einem solchen Modell durch die Gegend laufen und das Handy nicht mehr in die Hand nehmen müssen, sondern komplett hierüber steuern können. Und wenn du die Trends und Neuigkeiten im Bereich Augmented Reality und Virtual Reality nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal. Und schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst.